Kürbissaison 2019. Was gibt es da alles zu sehen? Erstens natürlich Kürbisfiguren. Auf dem Juckerhof in Seegräben und auf dem Bächlihof in Jona haben wir wieder unsere jährliche Kürbisausstellung, und zwar dieses Jahr zum Thema Musik. In Ludwigsburg, unserer Ausstellung in Deutschland, ist das letztjährige Thema von da, sprich Fabelwesen. Also das Kürbiseinhorn wandert dieses Jahr auf Deutschland. Die Figuren werden aktuell gerade aufgestellt und behängt. Also die sind vom Künstler Pitt Ruge gemacht. Da haben wir auch das Porträt auf dem Farmticker gemacht. Auf unseren Höfen ist die ganze Saison über Kürbisverkauf. Also wir haben x Sorten an verschiedenen Kürbissen in allen Grössen und Farben. Dann kann man natürlich auch selber schnitzen. Also wir haben eine eigene Schnitzstation für die Kreativen unter euch. Dann kann man in den Restaurant natürlich immer feine Kürbisspeisen essen. Also unsere Köche übertreffen sich da von Kürbisravioli über Kürbisrisotto zu alles, was man sich nur vorstellen kann mit Kürbis. Wie jedes Jahr in Seegräben. Wenig Parkplatz während der Kürbissaison. Achtung, reiset doch bitte mit dem Velo, zu Fuß, mit dem Zug irgendwie an, außer mit dem Auto. Es herrscht wieder Phase Rot, das Verkehrskonzept. Mehr dazu gibt es auf dem Farmticker. Wir haben diverse Kürbis-Events, die stattfinden auf unseren Höfen. Als allererstes ist der Jeroen van der Vlach, unser Kürbisschnitzkünstler, das mal nicht in Seegräben, sondern auf dem Spargelhof in Rafz. Und er schnitzt dort seine Hubbard-Welt. Das findet statt auf dem Spargelhof am Wochenende vom 13. bis am 15. September. Und das Wochenende darauf nochmal tut er erneuern, also die Figuren nochmal neu schnitzen und ein paar neue Figuren aufstellen. Der nächste Event ist die Schweizer Meisterschaft im Kürbiswagen. Dort werden die riesigen Kürbis auf die Waage gelegt von den Kürbiszüchtern. Und das findet auf dem Bächlihof statt am 6. Oktober. Der nächste Event ist das Kürbisschnitzfestival, wo dann verschiedene Künstler an diesen riesigen Kürbis schnitzen und Kunstwerke daraus machen. Das findet auch auf dem Bächlihof, und zwar am 19. Oktober statt. Und der letzte Event, das ist eigentlich das Ende der Kürbissaison, ist das Kürbisschlachteten. Und dieser Event ist ebenfalls auf dem Bächlihof am 3. November. Es gibt hunderte verschiedene Kürbissorten. Wir wissen auch nicht alle auswendig, aber wir haben die beliebtesten haben wir mal zusammengefasst auf dem Farmticker. Die beliebtesten Kürbissorten und was man aus denen alles kann zaubern kann. Generell allgemeine Infos rund um Kürbissaison, über Kürbissorten, über wie lange das Kürbis haltbar ist oder auch über die Kürbiskünstler. Das findet ihr alles auf www.farmticker.ch. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert doch unseren Newsletter und folgt uns auf unseren Social Media Kanälen.